Die Firma Optoma, ein Hersteller von einer verdammt großen Anzahl an Projektoren, und zwar mit Lampe, mit LED und auch mit Laser, hat auf der CES 2019 unter anderem in unserer Heimkinoszene für Aufmerksamkeit gesorgt, weil dort ein Laser-Ultra-Kurzdistanz-Beamer auch vorgestellt worden ist mit 4K. Das Thema haben wir jetzt schon mehrfach hier heute in unserem Messevideo gehabt, aber wenn, dann eben Optoma auch, weil die dürfen einfach nicht fehlen, denn dahinter steckt ja Cortronic, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ein großer Hersteller, der auch für viele andere Hersteller Produkte oder für viele andere Anbieter Produkte herstellt. Unter dem Namen Optoma hat man nun mal dieses gute Stück hier präsentiert. Wir sehen das Ganze mal wieder mit einer Ultra-Kurzdistanz optimierten Leinwand. Das heißt, hier ist also eine Optoma-Rahmenleinwand mit gut 100 Zoll, könnte sogar, glaube ich, 120 sein. Leider ist gerade niemand auffindbar. Das Produkt heißt nicht wie in Amerika, da nannte er sich, glaube ich, irgendwie 1 oder X1 oder sowas, sondern er wird hier heißen UHZ 65UST. Hab mir mal eben kurz die Kurzbeschreibung des Produktes hier rausgesucht. Also Ultra Short ist klar, 4K UHD ist ein DLP, hat also etwas niedrigere Auflösung als 4K, shiftet er mal wieder, kann aber HDR, wird haben auch die Möglichkeit mit Alexa gesteuert zu werden und er hat auch eine Zwischenbildberechnung, die auch bei 2 und 4K funktioniert. Das kennen wir ja im Übrigen auch schon von den normalen Frontprojektoren, das machen die ja ziemlich ordentlich. Ne? Dann haben wir NuForce Audio, das heißt Lautsprecher sind schon integriert, wir haben dazu auch noch Bluetooth-Lautsprecher, die man anschließen kann, Media Player-Funktion. Also es gibt da einiges drin und er wird auch 3D können. Das ist auch nochmal wichtig. Er wird definitiv mit 3D-Wiedergabe genutzt werden können. Ja, und dann steht er hier auf so einem kleinen, was haben wir hier, so ein kleines Sideboard. Und nach oben mittig kommt das Bild raus. Wir stellen also die Bildgröße rein über den Abstand entsprechend ein. Und dann haben wir hier eine sehr, sehr schöne Alternative zu all den teuren 100-Zoll-Fernsehern, die man ja eigentlich weiterhin nicht bezahlen kann, wenn man die Größe mindestens haben möchte. Das kleine Spielzeug hier, das ist gar kein Spielzeug, das ist ein verdammt gut ausgestatteter, kompakter Projektor. Ich kann mal fast schon behaupten, das ist jetzt zurzeit Dennis sein kleiner Lieblingsbeamer, weil der hat ihn sich jetzt auch nochmal sehr genau angeschaut, nachdem wir dann doch diversen Kunden den mal vorgeführt haben. Dieser Projektor wird beispielsweise hier auf den kleinen Wohnzimmertisch gestellt, der heißt UHL 55. Ist ein 4K-Projektor, der also auch 4K wiedergeben kann, hat eine Menge Licht, um die 2000 Lumen, arbeitet mit LED-Technik und hat unter anderem eben auch so eine Smart-Funktionalität drin. Das heißt also, diverse Apps kann man dort starten, nutzen, wird über den Abstand entsprechend von der Bildgröße eingestellt, hat auch sogar einen Autofokus. Ja? Das heißt also, er stellt automatisch die richtige Schärfe ein, je nach Abstand, den ich dann jetzt in dem Fall wähle. Und ist ein Gerät, welches auch sogar aufs Wort gehorcht. Und zwar ist er für Alexa vorbereitet, kann also auch schon diese Sache nutzen. WLAN-Empfang natürlich dann schon direkt vorbereitet. Media Player-Funktion, auch diese ganzen Sachen. Und das Ganze weit unter 2000 Euro. Ist übrigens schon bei uns zu stehen. Im Gegensatz zu dem Ultra-Kurzdistanz-Beamer, da sagt man wohl drittes Quartal 2019. Kann also noch ein bisschen dauern. Jetzt sind wir nämlich gerade erst mal Anfang Februar 2019. Ja, was steht denn da? Da steht der Ralf Lulei von der Firma Screen Professional, der Vertrieb von Stuart Filmscreen. Genau, und das ist der Grund, warum wir wieder hier auf dem Stand sind. Und du hast hier, du machst jetzt auch einen Projektor. Nein, du hast ja jetzt mal einen Projektor ausgeliehen von den Nachbarn da drüben. Das ist welcher ist es? Ja, wir haben hier von Digital Projection einen nativen 8K-Projektor. Um auch mal zu zeigen, wir sagen ja immer, unsere Leinwände sind 16K plus zertifiziert und wenn man sich das Bild hier in nativem 8K ansieht, ist es auch wirklich schwer beeindruckend. Ja, das ist es, aber auch schwer beeindruckend ist der Anschluss dieses Projektors. Wir zeigen das mal eben kurz. Also die Signale werden jetzt nicht über ein HDMI-Kabel oder über ein BNC-Kabel übertragen, sondern die werden hier übertragen über 16 HD-SDI-Anschlüsse. Im Prinzip sind das 16 Full-HD-fähige Kabel. Also 16 mal Full HD quasi. Ja, also nicht ein Kabel, sondern 16 vielleicht für die Zukunft zu verlegen. Oder die lassen sich bis dahin noch was einfallen. Wobei ich sehe auch da einen etwas größeren Stecker. Ich habe das Gefühl, der braucht ein bisschen mehr Strom, ne? So ein bisschen, ja. Ja. Ist das 380 Volt da unten? Oder ist das normal? Das ist Starkstrom. Das ist Starkstrom, ja. Okay, also ein ziemlich geiles Gerät. Ist ziemlich heller auch. Aber den wollen wir euch jetzt gar nicht hier verkaufen, sondern wir wollen uns Laser 8K steht auch noch drauf. Ist auch noch Laser, ne? Das ist ja, 25.000 Lumen Laser. Hast du eine Ahnung, was der kostet? Oh, ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Aber hoch 5, wenn nicht sogar 6-stellig, ne? Ich würde sagen 6-stellig, ja.
Vielleicht finden wir es noch raus. Also, wir gehen mal weiter zur Leinwand, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, wie riesig das Ding ist. Das ist nämlich eine ziemlich große Leinwand und das ist jetzt echtes 8K, was jetzt hier drauf projiziert wird. Ist doch richtig, ne? Genau, wir haben jetzt hier eine 4 Meter breite GreyMat 70 verbaut. Also die Leinwand selbst ist eine Luxus Deluxe Screen Wall, also die bekannte einfache Rahmenleinwand von Stuart. Und das Material ist das GreyMat 70. Das GreyMat 70 ist ein 0,7-Gen-Material, ist 40% grau gefärbt, hat aber ein Coating, um auf ein Gen von 0,7 statt 0,6 zu kommen. Wir erhöhen damit den Kontrast um den Faktor 2,5 und sind trotzdem ultra Shortthrow-fähig, weil wir haben hier im Prinzip keinerlei Blickwinkeleinschränkungen. Ja? Und aufgrund der 16K-Fähigkeit, was ja im Prinzip wirklich jedes Stuart-Material kann, haben wir auch hier wirklich mit dem 8K-Bild eine absolut beeindruckende Darstellung. Ja, ist mir schon da ganz, ganz hinten aufgefallen, weil man sieht nämlich von der Seite, eben, wie du schon gesagt hast, es wird überhaupt nicht dunkler oder so. Ja. Das ist verdammt hell. Man kann am Rande noch erwähnen, die Firma Stuart hat noch mehrere Leinwände hier gerade installiert in den verschiedensten Ständen. Wo hast du denn da hinten auch eine? Ja, richtig. Wir zeigen jetzt hiermit einen Prototypen. Geplant ist, dass wir damit bis zum Herbst dann in den Markt gehen können. Das ist ein komplett neu entwickeltes Gehäuse, das Sie verwenden wollen bis zu einer Bilddiagonalen von 193 Zoll. Also ganz schön groß. Und das Besondere jetzt hier ist, dass wir keine sichtbaren Montagevarianten, also Winkel mehr sehen, sondern es ist wirklich, egal ob man es Wand, ja, wir gehen mal kurz aus dem Licht, egal ob man das jetzt an die Wand oder an die Decke schraubt, man wird keinerlei Winkel mehr sehen. Dann ist aber auch im Fokus gewesen Leichtbau. Ja, das war ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und vor allen Dingen an die Revisionierbarkeit wurde gedacht. Das heißt, wenn mal jetzt irgendwie sich ein Insekt beispielsweise einrollt, was bei elektrischen Leinwänden ja einfach passieren kann, dann kann man jetzt hier einfach diese Frontblende abnehmen und kommt dann, also weil man wahnsinnig viel Platz hat, wunderbar mit der Hand rein, um beispielsweise zu checken, wo ist das Insekt rauszuwischen. Genauso kann man aber auch diese Endkappen, die man jetzt hier sieht, abnehmen und nicht nur abnehmen, denn es gibt verschiedene Endkappen, um das Design der Leinwand nach persönlichem Geschmack eben sich auszusuchen. Ähnlich wie wir das bei der jetzigen Cabaret kennen, also diese wunderschönen diagonalen Endkappen, die wird es auch hier geben. Und dieses Modell soll dann auch das bisherige Model A und Model A Classic, aber auch die Cabaret im Prinzip ersetzen. Ja? Und genauso kommt man, wenn man die Kappen abnimmt, kommt man dann sehr leicht an die Steuerung ran, man kommt ganz leicht an die Endschalter der Motoren ran. Oder sollte mal nach etlichen Jahren auch mal so ein Motor seinen Geist aufgeben und man muss einen neuen Motor einsetzen, dann muss man nicht mehr die Leinwand von der Decke schrauben, wie das früher der Fall war, sondern man kann wirklich einfach nur den Motor rausziehen und einen neuen reinstecken. Also das ist schon gut gemacht. Ist noch nicht final, es ist jetzt noch, sie testen hier auch ein bisschen, holen Feedback ein, also es kann schon noch Änderungen auch geben, aber diese Leinwände werden definitiv kommen und da sind wir sehr froh drüber. Wie gesagt, Sommer, vielleicht wird es Herbst, bis es dann tatsächlich lieferbar sein wird. Okay, also diese Leinwand ist auch für den Kammerjäger besser kompatibel geworden. Dann würde ich sagen, warten wir mal ab, was jetzt demnächst damit passiert. Wir haben jetzt 2019 Februar, also wir reden von Sommer bis Herbst 2019. Jetzt muss ich allerdings sagen, es war sehr laut hier und es ist sehr laut hier. Ich hatte eigentlich eine andere Frage gestellt, aber schön, dass du mir diese ja schon mal beantwortet hast, die ich noch nicht gestellt habe. Ich meinte eigentlich, die Stuart-Leinwände sind auf den anderen Messeständen doch auch verbreitet, ne? Wenn ich da rüber gucke, ist da glaube ich auch Stuart da auf der Riesenleinwand, oder? Ja, in der Tat. Wir haben da drüben eine 7 Meter breite Rahmenleinwand stehen. Bei unserem Partner Digital Projection und ja, auch die ist natürlich wie bei Stuart üblich nahtlos, also 7 Meter ohne Schweißnähte, ohne nichts, ist schon sehr, sehr beeindruckend auch. Ja. Wollen wir mal rübergehen? Ja, können wir machen. Das ist, was für eine Leinwand ist es? Wie groß ist die? Also 7 Meter hast du gesagt, was für ein Tuch ist das? Das ist ebenfalls das GreyMat 70, was wir auch jetzt hier zeigen, nur halt eben in 7 Meter. Aber das gleiche Material, das GreyMat 70. Jetzt hast du gesagt, können wir mal rübergehen. Ich kann gar nicht Nein sagen. Also wir gehen jetzt mal eben rüber und dann schauen wir uns das mal an. Schön, dass wir sowas alles nicht vorher absprechen. Aber wir machen das ja. Also wir sind jetzt mal gerade diese, 10 Meter gelaufen. Wir sind jetzt vor dieser riesen Leinwand. 7 Meter hast du gesagt, in der Breite, glaube ich, und dann die entsprechende Höhe. Wie groß könnt ihr insgesamt machen, so ein Tuch aus einem Stück ohne Naht oder ohne Schweißnaht eben? Ja, das kann Stuart bis 27 Meter Bildbreite machen und 12 Meter Bildhöhe. Das ist dann das Maximale, was ohne Schweißnähte geht. Aber das ist einzigartig. Da sind wir absolut konkurrenzlos.
Okay, also wenn jemand gerade das neue Haus plant, es sollte nicht an der Leinwandgröße scheitern. Definitiv nicht. Also auch wer großzügiger wohnt, im Schloss oder so, kein Problem. Zu der Rolo-Leinwand, die wir gerade noch gesehen haben, nochmal eine kurze Frage. Es gibt die einmal in Standardgröße oder gibt es die generell nur individuell? Oder habt ihr da ein paar Sachen auch in der reinen Standardgröße? Nee, diese Leinwand ist ja ein Teil der Custom-Serie, sprich jede einzelne dieser Leinwände wird auch auf Bestellung nach Maß gefertigt. Immer. Okay, somit kann ich jeden Zentimeter perfekt ausnutzen, den mir mein Raum zur Verfügung stellt. Das ist richtig, absolut. Und da sind eben auch diese Endkappen dann wieder ein Teil davon, weil wenn ich jetzt wirklich auf maximale Breite gehe, dann suche ich mir halt eben diese Endkappen aus, so wie jetzt hier, wo ich entsprechend auch die maximale Breite nutzen kann. Übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, diese Gehäuse wird es dann auch in mehreren Farben geben als jetzt das bisherige Model A. Da gab es ja nur weiß, schwarz oder noch ein Grau. Bei diesem Modell wird man weitergehen und wird das auch in verschiedenen Farben anbieten. Welche genau, kann ich noch nicht sagen, aber es gibt sogar verchromte Gehäuse und da ist noch nicht die letzte Entscheidung getroffen, aber es wird mehrere Farben geben. Okay, und zum Schluss, es gibt wieder alle Tücher für diese Leinwand dann entsprechend, sogar perforiert, also in dem Fall schalldurchlässig, kann man alles dafür bekommen? Richtig, da ändert sich absolut gar nichts, hier bleibt Stuart sich treu. Jedes Material ist mit jeder Leinwand kombinierbar, also natürlich auch damit. Mein lieber Ralf, alles klar. Bevor wir hier gleich blind werden, weil hier die ganzen Beamer auf uns projizieren, würde ich sagen, gehen wir mal wieder langsam aus dem Bild raus und wir würden sagen, wir sehen uns die Tage wieder bei uns. So machen wir es, Patrick. Ja, dann noch viel Spaß auf der Messe euch. Danke. Sony zeigt wieder mal die Kledis-Technik. Wir haben die ja schon 2 Jahre lang hier gesehen und diesmal hat man ein etwas anderes Format gewählt. Wir haben jetzt hier eine 8K-Auflösung. Wir haben jetzt hier fast 10 Meter Bildbreite. Kontrast wird mit fast 1:1 und wir haben einen Betrachtungswinkel von fast 180 Grad. Das heißt also, wenn ich von der Seite schaue, werde ich eigentlich so gut wie gar nicht erkennen, dass dort das Bild irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite dunkler wird. Die Eindrücke, die hier vermittelt werden, sind mehr als beeindruckend, weil hier wird eine große Anzahl von verschiedensten Bildern gezeigt. Man sieht zum einen jetzt gerade hier ein sehr kontrastreiches Beispiel, ne, wie weiß das weiß sein kann. Man kommt auf bis zu 1000 Nits. Scheiße. Das verdammt hell ist das, wenn man hier so nah dran steht. Und ja, HDR-fähig ist das Ganze natürlich auch. Und ja, man kann sich einfach nicht satt sehen. Hier sitzen eine Menge Leute schon die ganze Zeit, weil die haben eine ziemlich lange Dauerschleife hier. Also es wiederholt sich jetzt nicht so schnell, das Bildmaterial. Und es sind einfach fantastische, traumhafte Bilder. Ja, das wird die Zukunft sein. Das wird es in den nächsten Jahren definitiv auch in deutlich kleinerer Abmessung, auch kleinerer Auswahl und dann deutlich günstiger irgendwann mal für zu Hause auch geben. Schön zu sehen. Mein lieber Henning, dritter Tag auf der ISE in Amsterdam. Freust du schon auf Barcelona in 2 Jahren? Ja, es wird ganz nett, es ist ein bisschen wärmer, ein bisschen Sonne, wird bestimmt ganz angenehm. Also Chef hat das Ticket schon für dich gebucht, ja? Hoffentlich. Okay, wir sind hier bei der Firma Mediakraft und wir haben uns hier auch jedes Jahr gesehen und wir schauen mal immer wieder rein, weil wir müssen euch das ja mal irgendwie mal immer wieder näher bringen, dass wir mehr machen als nur große Lautsprecher, als nur Lautsprecher, die mit 10, 11, 12 Stück irgendwie ein Heimkino ausstatten, sondern wir machen ja auch die gesamte Wohnraumgestaltung. Ich erinnere an unser wunderschönes Video von diesem wunderschönen, was war das, Bungalow, einzelnes Haus bei Gießen, da wo die Jungs und Mädels da alle im Vorfeld schon mal einiges geplant hatten, um dann da die Lautsprecher auch zu verstecken. Ganz genau. Ja, in Fulda war es, um genau zu sein, hat man einen netten Tag gehabt. Ja, es wurden viele verschiedene Lösungen einfach mal dargestellt und gezeigt. Ja, und ja, das ein oder andere Projekt werden wir bestimmt noch aufnehmen. Ja, so ist es. So, lass uns noch mal kurz schauen. Also diese Thematik hier mit den verschiedenen Lautsprechern, dass man die einbaut im Essbereich, im Wohnzimmerbereich, in der Küche und wo nicht überall, das ist mittlerweile Standard. Das machen wir mit dem kleinen Finger mittlerweile, ne? So ist es. Ja. Also grundsätzlich fangen wir erstmal an, wie soll es denn überhaupt aussehen? Ja, das ist ein Riesenpunkt, auch bei euch, bei den Standlautsprechern, was ihr natürlich auch viel macht. Da geht es immer darum, hey, wie soll es aussehen, wie groß soll es sein, es soll ja optisch in den Wohnraum reinpassen. Das Gleiche macht ihr ja auch mit Einbaulautsprechern. Ja. Hier sieht man es ganz schön, wie soll das Gitter aussehen, welche Form haben die Leuchten in der Decke, rund, quadratisch, rechteckig, wie groß sind die Leuchten. Wir wollen einfach, dass die Lautsprecher sich in die Architektur unterordnet. Deswegen haben wir eine gewisse Auswahl an Größen und an geometrischen Formen, die wir hier ganz gut zeigen. Ja, das sind einmal die Gitter, die wir hier sehen mit den verschiedenen Formen. Hinter dir können wir das sogar sehen, wenn es flächenbündig in die Wand oder in die Decke eingelassen ist. Ob es hier quadratisch ist in 3 Zoll Größe oder in 6 Zoll Größe oder in rund, wenn man es flächenbündig haben möchte, ist es auch möglich. Und als dritte Integrationsvariante haben wir unsichtbar. Unsichtbar heißt, wir sehen gar nichts mehr. Die Wand klingt einfach,
schöne Sache bei euch in der Demo zu sehen, ja, und zu erleben, sollte jeder mal gemacht haben, empfehle ich immer. Und was man zusätzlich machen kann, ist die Lautsprecher in Holz verkleben. Das heißt, das Holz, das Möbel beispielsweise, wird bis hin zu 3 mm runtergefräst, der Lautsprecher wird eingeklebt und dann klingt sogar mein Möbel, was ich in meinem Wohnraum integriert habe. Das heißt, ich könnte meinen Küchenschrank mal eben von innen bis auf 3 cm runterschleifen, das Holz entsprechend. Millimeter. Macht natürlich nur Millimeter, Entschuldigung, ja, Millimeter. Das macht natürlich noch Möglichkeiten Fachmann. So, und dann wird von hinten ein Lautsprecher drauf geklebt in diesen Ausschnitt mehr oder weniger. Und der trägt aber nach innen nochmal um 1 cm auf. Das ist die maximale Stärke, die wir nach innen noch einmal brauchen, oder Tiefe, die wir von 1 cm haben. Ne? Das ist alles. Der Lautsprecher ist 51 mm tief, um genau zu sein, wird aufgeklebt auf diese 3 mm. Ja, genauere Infos folgen dann natürlich, aber insgesamt 51 mm. Okay, das heißt, ich könnte also im Nachhinein meine Möbel zum Klingen bringen. Das könnte ja neben der Küche, kann natürlich auch im Schlafzimmer sein. Wenn ich keine Lautsprecher sehe, habe dann einen großen Schrank, dann könnte ich natürlich rechts und links in die Tür von innen diesen Lautsprecher reinsetzen. Vollkommen richtig. Schau mal, ich bin doch sehr schnell in der Auffassungsgabe. Das ist doch ganz neu. Wann kommt das gute Stück? Wie bitte? Wann kommt das denn? Das ist schon verfügbar. Okay, ich weiß, der Dennis hat davon erzählt. Wir haben ja eine Küche, müssen wir vielleicht mal auf 3 mm mal so alles rausschleifen da. Dann probieren wir das mal aus, wir werden was machen. Hier zeigst du mir, das ist Licht, das ist nicht Wasser, sondern das ist Sound. Richtig, ja. Wir möchten hier einfach mal zeigen, wie plane ich eine Anlage. Wir kennen es von Licht. Wir hatten vor ein paar Jahren immer noch eine große Leuchte mitten von einem Raum, was einfach den ganzen Raum, naja, mit Licht ausgestattet hat, ja, oder beleuchtet hat. Dann gab es ein bisschen Schattenwurf, da war es ein bisschen heller, da ein bisschen weniger hell. Mittlerweile läuft das einfach über Spots. Das heißt, ich habe viele kleine Lichter, um alles gleichmäßig zu beschallen. Das Konzept ist bei einem Lautsprecher 1:1 identisch. Ich habe natürlich die Option, in einem großen Raum 2 große Lautsprecher in die Decke zu setzen. Und naja, unten drunter ist schön laut, ja, gehe ich ein bisschen weiter weg, wird es leiser. Also es ist letztendlich auch eine ungleichmäßige Beschallung. Hier wollen wir einfach mal darstellen, wir behandeln Sound wie Licht, lieber viele kleinere Lautsprecher, um eine gleichmäßigere Beschallung zu bekommen, ja, oder eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Und das Ergebnis wird besser gegenüber 2 großen Leuchten, Lautsprechern, wie auch immer. Okay, darf ich mal jetzt eins weitergehen? Das heißt, hier hast du die Lösung, wo du sagst, das ist der berühmte Esstisch oder ja, Esstisch oder Kochfeld, wie auch immer. Kann jetzt in dem Fall ist ein Kochfeld, glaube ich. Ne? Das heißt, du hast einen da, somit hast du einigermaßen eine Verteilung. Kriegst den Klang schon mal nicht aus einer Ecke. Allerdings sind wir hier, wenn wir hier uns aufhalten, da uns aufhalten, habe ich immer nur von einer Seite. Gelle? So, und das soll jetzt bedeuten, damit verteilst du den Klang, weil du ja 6 Lautsprecher verteilst, deutlich angenehmer im ganzen Raum. Und wir haben natürlich auch eine gleichmäßigere Lautstärke. So ist es. Um es erstmal hier oben darzustellen, ich habe hier 2 Lautsprecher, sitze ich hier drüben, höre ich den linken Lautsprecher, sitze ich auf der anderen Seite, höre ich den rechten Lautsprecher und in der Mitte habe ich Stereo. Ist nicht so die Idealsituation, weil ich lebe ja, ich platziere mich ja nicht an der Küche oder setze mich an der Küche dahin, wo es am besten klingt, sondern wo mir gerade danach ist. Deswegen platziere ich einfach deutlich mehr Lautsprecher in der Decke, wie eben das Beispiel von dem Licht, um eine gleichmäßige Beschallung zu kreieren und kann einfach überall ein Stereosignal wiedergeben. Leise Lautstärken mit jedem Lautsprecher, ich habe eine gleichmäßige Beschallung, ich störe nicht das Gespräch mit meinem Kumpel, mit meiner Frau, mit meinem Partner. Somit ist die Lösung deutlich angenehmer und besser. So, das ist bestimmt dein Lieblingsbild, ne? Das ist nämlich komplett blau. Vom Garten bis hin zum der ganzen Wohnung, alles da. Egal, wo ich mich befinde, bin ich immer umhüllt von Klang. Ja, das ist ja die Idealvorstellung. Das wünscht sich doch jeder, ja? Musik im ganzen Haus, in dem Fall natürlich schön blau, ja, schön blau gestaltet. Nein, worum es hier geht, jeder Raum sollte beschallt werden. Ja, ich halte mich in jedem Raum auf, ob das mein Badezimmer ist, ob das mein Schlafzimmer ist, der offene Wohn-Essbereich oder im Garten. Ich möchte überall mit Musik beschallt werden, ob leise, ob laut. Es soll einfach gleichmäßig schön angenehm sein und den Alltag natürlich ein bisschen schöner gestalten. Gut, und das Ganze gucken wir uns mal in der Praxis an. Da habt ihr ein paar schöne Bilder mal mitgebracht. Das sind diese Lautsprecher, die hier nahtlos integriert werden, die man beispielsweise oben in so einem klaren Beton reinsetzt. Hier sind Lautsprecher, die sogar unsichtbar sind. Ich sehe gar nichts, ich sehe nur die Lampen. Ne? Da unten haben wir die berühmten Lautsprecher mit dem ganz kleinen Gitter. Hier gehen wir mal eben auf unsere Yacht, die wir natürlich auch nach vorne vor der Haustür haben, das ist ja klar. Das ist der große Garten, damit ich also auch im Garten überall, und das können wir bei uns natürlich auch
auch alles hören, weil haben wir ja in unserem Vorgarten jetzt alles aufgebaut und vorbereitet, die verschiedenen Lautsprecher. Daran arbeiten wir gerade noch. Ich finde das sehr schön, ja. Abends mal eben so ein kleines Fußbad nehmen. Das ist also auch sehr, sehr schick. Da haben wir das Ganze wahrscheinlich hier überall in den Töpfen versteckt, sodass wir eine schöne Gleichmäßigkeit des Klangs haben. Guck mal hier, da ist das zweite Schiff, das ist die Marina. Das heißt, hier haben wir also auch nochmal schöne Lautsprecher für alle Wetter im wahrsten Sinne. Da haben wir Lautsprecher da oben drin, immer schön abwechselnd Licht, Lautsprecher, Licht, Lautsprecher. Das ist nicht unwichtig bei der Planung, damit es auch optisch nachher schön aussieht. Und dann hast du da, was hast du da gemacht? Das sind hängende Lautsprecher. Wir haben natürlich öfters auch mal enorm hohe Decken. Ja, was machen wir? Wollen wir einen Lautsprecher in die Decke setzen und 6 Meter unter mir ist erst der Hörer? Nein, wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir die Möglichkeit, Lautsprecher in 4, 6 und 8 Zoll Größe von der Decke abzuhängen, um näher an dem Zuhörer zu sein, damit wir die Lautstärke nicht so hoch drehen müssen. Ja. Das ist, wird meist in kommerziellen Anwendungen genutzt. Das heißt, ihr könnt auch Bars mit sowas ausstatten, ihr könnt Kantinen damit ausstatten. Ob das jetzt hängende Lautsprecher, Einbaulautsprecher oder Onboard-Lautsprecher sind, alles ist auch für die Anwendung gedacht. Könnt ihr lösen, habt ihr bei euch in der Ausstellung. Das heißt, die lieben Jungs und Mädels, die sich dieses Video anschauen, können zu euch kommen, können sich die verschiedenen Lösungen anschauen, anhören, anfassen. Es ist alles da. Ja, was möchtest du gleich trinken? Och, so ein Bier würde ich nehmen. Alles klar, danke. Also, das fand ich sehr nett zum Schluss. Genau so ist es. Wir haben eine Menge investiert und eine Menge getan, sodass ihr das alles auch bei uns wirklich mal live erlebt und nicht nur in irgendwelchen Prospekten sehen könnt. Mein lieber Henning, es war mir wieder eine Ehre. Nächstes Jahr sehen wir uns nochmal hier und danach müssen wir für das Jahr drauf wahrscheinlich eine Menge Sonnenmilch mitbringen, ne? Hoffentlich. Ich freue mich drauf. Ja. So ist es. Also, danke dir, ne? Viel Spaß noch. Ja, die Firma Samsung hat ja auch nun einiges von sich reden gemacht, was das Thema Großbild-LED-Wand angeht. Hier hat man eine riesen LED-Wand aufgebaut. Ich habe mir mal die technischen Daten angeschaut. Das Ganze besteht auch wieder aus diesen berühmten Kacheln. Diese Kacheln haben jeweils eine Auflösung von 640x360. Wie viele Kacheln insgesamt hier verbaut sind, kann ich leider nicht genau sagen. Ich weiß, dass er gut und gerne hier 10 Meter an der Breite hat. Und wird auch gerade lecker warm hier auf der linken Seite. Eine Helligkeit ist bis zu 600 Nits, bis 1200 maximal. Ein Kontrast liegt bei 4000:1. Ja, und Pixel Pitch, darüber haben wir ja heute auch schon häufiger gesprochen, liegt bei 1,26. Alles in allem, man braucht ein bisschen Abstand, um dann einfach mal diesen Eindruck entsprechend genießen zu können. Interessant ist übrigens, dass das hier wirklich eine matte Oberfläche ist. Also wir haben hier keine Spiegelung, keine Reflexion. Ist hier vorhanden und wirklich mehr oder weniger tageslichtunabhängig. Heute Mittag, als wir hier waren, war eine Menge Sonnenschein hier drauf. Das war trotzdem noch ein extrem kontrastreiches, tolles Bild. Ja, und selbst wenn ich ganz nah dran gehe, ich kann nicht wirklich erkennen, dass das hier Kacheln sind, aus denen nachher dann ein solches Bild zusammengestellt wird. Jetzt gehen wir mal rüber zu der anderen Variante, die man auch für zu Hause mal demnächst mal haben kann und haben wird. Vorausgesetzt, man spielt regelmäßig Lotto und irgendwann hat der Glücksgott mal zugeschlagen, weil im Moment ist das alles noch extrem teuer, aber beeindruckend auf jeden Fall, wenn es um die Möglichkeit der Bildwiedergabe geht und auch überhaupt, was man da so an tollen Effekten erzeugen kann. Schauen wir uns das mal an. Ja, im Hintergrund läuft jetzt diese Präsentation von The Wall. So stellt man sich das Wohnzimmer der Zukunft vor. Ich tapeziere also nicht mehr, sondern setze mir da direkt diesen riesen Wall hin. Und den kann ich dann individuell natürlich gestalten. Das heißt, ich könnte jetzt, wie das jetzt gleich zu sehen ist, einfach nur in der Mitte ein Bild vielleicht machen, sodass ich einen Fernseher habe, der vielleicht mal gerade 100 Zoll ist. Ich könnte aber auch ruckzuck die gesamte Fläche nutzen. Oder ich mache um das projizierte Bild, was ich da sehe, entsprechend ein Dekor. Also da gibt es die tollsten Sachen, die man da vielleicht machen könnte. Und ja, man sieht eben keine Auflösung mehr. Ich habe mal nachgeschaut, was die hier haben. Also es heißt, dass man hier auch wiederum ein Pixel-Pitch hat von 0,84. Das ist nach meinem Kenntnisstand somit das Feinste, was man hier noch haben kann als Abstand zwischen den einzelnen Pixeln. Auch hier wiederum sind das kleine Kacheln, die zusammengestellt werden. Und diese Kacheln haben eine Auflösung 806x453. Und somit kommen wir hier bei diesem Gestell, was wir hier sehen, auf eine Auflösung, die etwas niedriger ist als echtes 4K. Also es ist keine richtige UHD, es ist etwas weniger, aber ganz ehrlich, das fällt uns jetzt hier nicht unbedingt auf. 500 Lumen, Nits hat man ungefähr und maximal bis zu 1600. Somit ist das Ganze natürlich auch für HDR etc. geeignet. Und Kontrast kommt man hier auf eine Zahl von 10.000:1.
Aber ich sag mal ganz ehrlich, lassen wir mal die ganzen Zahlen weg. Wenn man hier vorsteht und diesen Blick hier sieht, man guckt aus dem Fenster. Das finde ich cool, ne? Man könnte sich jetzt hier virtuelle Regale drauf projizieren oder einen interessanten Teppich oder da unten dieses Möbelstück, das dann alles drauf dargestellt. Also projiziert ist es ja nicht, es wird ja dargestellt. Und jetzt kann ich auf Knopfdruck aber auch sagen, weißt du was, das Bild ist mir immer noch nicht groß genug. Ich drücke da mal auf die Taste und mach mal richtig groß das Bild. Dann zoomt der da gleich also auf. Das sehen wir jetzt nämlich als nächstes, wenn ich mich täusche. Das sind nämlich Spiele. Natürlich können wir auch spielen damit. Ich kann es so klein haben, dann sieht es aus wie beim Fernseher vom Nachbarn. Oder ich, ja, jetzt guckt auch der Nachbar ziemlich neugierig mal rüber, wenn es plötzlich so hell aus dem Wohnzimmerfenster scheint. So, jetzt kommt zum Schluss noch ein richtiges Highlight. Wir sind im Kino von Trinnoff. Trinnoff hat hier auf der ISE ein richtig geiles Kino aufgebaut. Anders kann man es nicht sagen. Wir haben jetzt schon 6:30 und wir wollen eigentlich gar nicht mehr nach Hause, weil in diesem Kino hier einiges gezeigt wird, was wirklich das Herz eines jeden Heimkinofans richtig hochschlagen lässt. Im Vorfeld war bereits schon darüber gesprochen worden, dass Trinnoff auf dieser Messe ein Kino zeigen wird mit einem neuartigen Lautsprecher-Layout, welches jetzt von diesem Trinnoff Vorstufen, Verstärkern entsprechend unterstützt wird. Und ich habe mir dazu mal Hilfe geholt, weil nachdem wir hier gerade eine halbe Stunde alle mal drin gesessen haben und das Ganze uns mal angehört haben, haben wir den David dazu geholt. Und der David wird uns ein bisschen was dazu erzählen, aber er wird auch vielleicht erstmal erzählen, wer Trinnoff überhaupt ist. Hi David. I explained that the highlight of our exhibition movie is now here, the visit in your Trinnoff Cinema. And that's on the end of our story from the day in our video. And we said that you have announced before the exhibition that you will the first time shown on Europe or in the ISE this special loudspeaker layout. But before you speak something about the layout, who is Trinnoff? So Trinnoff were founded, so the brand stands for Tri Innovation. So Tri being our three founders, okay, and innovation being their passion. Okay, so that's where we came from. We've been really pioneering 3D audio. We are the only manufacturer who don't use a DSP-based platform. So we use an Intel-based processing platform with our own bespoke software, Linux-based. So that really allows us to really push the boundaries of what's available for the immersive home audio. Can I explain or translate? Thank you very much, because mit Untertitel wird das heute nichts. Ganz kurz erläutert, also Trinnoff kommt von drei, nicht von Versuch. Ich dachte zuerst, das kommt von Versuch und Innovation, sondern es kommt von drei Innovation, Passion, Leidenschafter, gegründet, also drei Personen, und ist eben ein Unternehmen, was sich sehr früh schon auf das Thema 3D-Sound spezialisiert hat. Man nutzt nur keine klassischen DSPs, die diese Signalverarbeitung durchführen, sondern man nutzt Intel-Prozessoren, ne? Household. So, da sieht man einige mehr an Möglichkeiten. Ich kenne Trinnoff jetzt schon seit mehreren Jahren und wir haben das immer sehr beobachtet, dass sie eben die ersten mit waren, die Auro. You had Auro, Dolby Atmos and DTS directly from the beginning in your amplifiers and in your decoders. Correct. No? Yeah, that's correct. So, did you want to a little bit about what we're showing at the show today? Yes, please. Yeah, okay. So, thank you for coming into our theater today. So, we're showing the largest immersive audio demo here at ISE 2019. In fact, it's the largest residential demo done in Europe. Okay, so we're 21.4.10 layout. Okay, also größte Präsentation von 21 means, what haben wir denn? 21, also 21, dann the next is 4 subwoofer, and then we have 10 loudspeakers and the second and on the ceiling. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut, wird man feststellen, dass das Layout schon sehr auch dem Auro ähnlich ist. Denn wir haben das Layout einmal hier. Hier sieht man also jetzt mal, wie viele Lautsprecher hier wie angeordnet sind in dem Fall. Man hat unter anderem 5, you have 5 loudspeakers behind this. So we have 5 loudspeakers behind the screen and we have 3 above. Okay, so we have 3 above the screen. Ja, gefällt mir. Also wir haben da oben nochmal 3, dann haben wir hier an den Seiten angewinkelt die seitlichen Lautsprecher und da genau über dem Lukas, der jetzt gerade die Kamera hält, ist auch noch der Voice of God. Yep, so the Voice of God has been installed. It's a speaker that's rarely used in the Dolby layout, but we do use it for DTS. And for Auro? And for Auro, of course. Of course. Okay, that means on Dolby content there is nothing happened. Nothing for Dolby content doesn't support Voice of God. Of course, I know.
Okay. Also, the voice of God hat bei Dolby Atmos Material natürlich nichts zu sagen. What light speakers we have here? We have from Procellar Audio. Mm-hmm. So we have the main LFE sub is the V21, okay, which is two 21-inch subs in a V configuration. Mm-hmm. That is handling purely our LFE, and that's amplified by their own DSP amplifier. We then have the dual 18 sub, which is doing the bass management for the front channels. We then have two 15-inch subwoofers at the back of the cinema, which is doing the bass management for the surround and the height channels. Ja, also es ist eine Menge Bassmaterial hier verbaut, 15 Zoll, was haben wir noch, 18 Zoll, 18 Inch, ja, 18 Inch, also hier ist eine Menge Druck gewesen, das haben wir gerade an allen Plätzen gemerkt, man hat hier einige sehr schöne Ausschnitte gezeigt. Fakt ist, you are upmixing every content, if you have a content in Dolby Atmos with 5 channels on the here on the first row, or then you have 7, you make an upmixing on all the channels you have. That is correct, yes. So the clips that we're showing today, they are native Dolby Atmos content, so they can go use the full speaker layout, not using our upmixer. The DTS clips that we've been showing are using the upmixer to take advantage of all the loudspeakers in the configuration. Ja, also wenn man so viele Lautsprecher sich einbaut, braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, was das Originalmaterial beinhaltet, weil es wird immer hochgerechnet und es wird so geil hochgerechnet, dass man also wirklich das Gefühl fast schon hatte, man hat diesen sprichwörtlichen Kopfhörer auf, das kann man nicht anders sagen, es war like a headphone, ne? It was really, also komplett, war man einmal komplett umhüllt, haben auch ordentlich Druck hier gerade gemacht. Im Hintergrund läuft übrigens ein 5000er von Sony, it's a Sony 5000. Yes, so the Sony 5000er ES, I believe. Ja, also auch ein fettes Teil. Und ansonsten haben die hier insgesamt, wie viele Plätze sind es? 15 Plätze hier gehabt und man sah es eigentlich überall ziemlich cool. Und ja, es war ziemlich beeindruckend. The hardware is, which hardware you are using now here from the Trinov? So we have the Altitude 32, utilizing all 32 channels on board. And we need an extra 5 channels using the Altitude 48 extension. Amplification, we're using the Amplitude 8M. Amplifier, which is for the surround speakers and the tops. Also, es wird als Basis die Altitude 32 genommen plus eine ergänzende with 5 channels, yep. The additional one, yep. Which in the Altitude 48. 48 extension, and then you have big amplifiers for all the channels. Correct. Yes, absolutely. Und wir werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten sehr viel über das Thema Trinov noch berichten, denn wir haben ja die Trinov-Autorisierung. Wir werden im Mai eine Schulung im Mai machen. In Mai we come to Paris and make a training with Holger Franz and with Dennis Feiler, yep. My employees and partner. And ich werde auch mitkommen, weil ich werde die Kamera mal mitnehmen und wollen wir mal gucken. We take the camera with me and then we make some interviews and we take a look back behind your Houses und behind the scenes, genau, wir werden behind the scenes sein, also es wird sehr, sehr spannend werden, was wir dort alles noch sehen werden. Und also es ist so, dass wir also mit dem ganzen System Trinov unser Ruby-Kino jetzt auch ausstatten werden. So I said, we will start with the Groby Cinema and with the Trinov and that we will start now with your loudspeaker system and with the big layout. So wir werden noch mal ein paar Lautsprecher mehr installieren. Yeah. Very nice. Yes, yeah, of course. It is now 7 o'clock. He needs to drink his Dutch beer, Heineken. No. Which one? Something maybe a Weissbier or a nice Belgian ale. Okay. That would suit me very well. what are you doing in the company? So I am a European sales manager. Oh, er ist der europäische Sales Manager. Yes. So you are in contact with all the dealers? Correct. Yes, I joined with Trinov in December. Okay. To take over the European region. You are since 2 months, yep. Working for the company? Yes, absolutely. It sounds like you were working for 10 years for them. So I had some previous experience with the company I was at before. I was with the UK distributor. So I worked with the UK distributor to train our dealers in the UK on Trinov. Also er hat früher dort bei dem Distributor gearbeitet, hat Trinov entsprechend trainiert, also Mitarbeiter trainiert, die Trinov nutzen wollten und genutzt und verkauft haben. Und seit 2 Monaten ist er dabei und man muss sagen, die Truppe ist wirklich cool. Die sind mit Begeisterung dabei and you are really working with passion on this 3D sound themes. Yes, absolutely. So Trinov is lovingly referred to internally as the project. Okay, so we all have the passion, we all have the enthusiasm and that's what we pass on to you. Yes, we can feel it. Good, I hope so. Das ist wunderbar. Also, die sind mit Leidenschaft dabei, haben richtig Spaß da draußen und auch hier drinnen natürlich. Und ich kann mir vorstellen, die werden hier noch so manchen Abend verbringen. Last question. Yeah, sorry. Last question. This is late, I know. Okay. But how long did you
make your measurements? How long is it when you are working with so many loudspeakers? We know, and we will speak later on in other videos, that you have a very special turn-off measuring system. Is it called measuring system? Or what Optimizer, that's the right word. Also es gibt bei Trinov ein fantastisches und sehr einzigartiges Einmesssystem. Das werden wir auch an dem Mikrofon schon sehen. Your microphone looks completely different, like every other microphone. Also das Mikrofon sieht schon mal ganz anders aus als die Mikrofone, die ihr sonst so kennt. Aber es ist noch eine ganze Menge mehr an anderen Eigenschaften da, wenn man eben einen Trinov einmisst. Trotzdem mal die Frage, wie lange hat er denn hierfür gebraucht? So, how long did you work with the optimizing on this room? So this room took us approximately 30 minutes to calibrate. Not more? 30 minutes. We've been making adjustments as the subwoofers have warmed up, shall we say, and loosened up. We've had to make some adjustments, but the fundamental calibration took 30 minutes. Also 30 Minuten hat der Spaß nur gedauert, das Ganze hier mehr oder weniger einzumessen. Da bin ich mal gespannt, was wir an der Schulung alles noch lernen werden, damit wir auch dann demnächst diese 30 Minuten nur noch brauchen. I said, so we are waiting for the training in your office that we learn to measure these rooms in 30 minutes. It would be fantastic. Yeah, absolutely. It's a bit of a misconception that Trinov is a overly complex product that needs a lot of specialty information to actually be able to configure our product. It has that ability, but it is attainable for the, I'm not going to say the average integrator, but for the high-end integrator. Yeah, so as you can see, a 30-minute calibration, these are the results. Great job. Also, wir werden es lernen und wir werden euch darüber berichten. Und da hinten blinkt die Kamera. Irgendwann ist schon langsam am Ende der Akku oder der Speicher oder der Lukas. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall war eine coole Geschichte hier. Und jetzt sind wir raus. 7 Uhr haben wir. Wir müssen wieder nach Hause. Und wir werden, wie gesagt, darüber berichten, wenn die Trinov bei uns läuft, beim Holger läuft und was wir da in den nächsten Wochen und Monaten alles mit gemeinsam machen. Thank you very much, David. Was a nice to see you. Pleasure. Thank you very much. So, und jetzt sind wir wieder hier am Anfang vom heutigen Film von der ISE 2019. Ich sagte ja schon, es ist das 10. Video, was wir jetzt hier auf der ISE gemacht haben. Ein 11. werden wir definitiv auch noch machen, nämlich nächstes Jahr wieder in Amsterdam und dann geht es rüber nach Barcelona. Genießen wir mal die Zeit hier noch. Jetzt geht es nach Hause wieder und es war, hoffe ich mal für euch alle, ein leichter, kleiner Überblick über das, was man hier auf dieser ESE gesehen hat. Sie war noch nie so groß wie dieses Jahr. Die haben Zelte ohne Ende draußen aufgestellt und das ist auch der Grund, warum sie nach Barcelona müssen, weil sie haben einfach nicht genügend Platz hier. Vieles von den Sachen, die wir gezeigt haben, werden wir natürlich auch bei uns präsentieren können oder haben wir schon präsentiert. Deshalb, wenn ihr Interesse habt, ruft uns an, schickt uns eine Mail oder kommt mal vorbei. Projekt 50.000 läuft auch. Wir haben die 49.000 gerade geknackt. Vielen, vielen Dank dafür, dass das so toll geklappt hat. Und jetzt wollen wir mal gucken, mit welcher Truppe wir hier gewesen sind. Wir drehen uns mal langsam um. Und damit der Lukas auch zu sehen ist, werde ich mal den Lukas kurz mal filmen. Da ist der Lukas und hinter mir ist der Rest der Truppe. Und er sagt jetzt alle mal, wie sagen wir so schön? Schön, sagen wir. Genau so ist es. Alles klar. So, also bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV. Tschüss.